Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Stranded Deep. Ich bin euer Drandubaki und wir drehen uns mal im Geist. Nein, Spaß. Ja, wir waren ja das letzte Mal eigentlich so weit, dass wir einen Hai getötet haben, den zwar nicht mehr gefunden haben. Aber wir waren auch so weit, dass wir, keine Ahnung, auf eine neue Insel gingen, genau. So, was ist denn da passiert? Oh, ey, ich habe meine Steine verschwendet. Und habe hier irgendwie aus Versehen etwas produziert. Okay. Kann passieren. So, mit den Fischen habe ich noch was vor. Ist denn schon jetzt spät? Was haben wir denn jetzt für Zeit? 18 Uhr. Oh, Lecky! Oi. So. Kokosnüsse haben wir keine mehr. Und stellen wir sie auf den Kopf. So. Also richtig cool, der Effekt mit dem Mond und so weiter. Wir stecken unsere Foundation an. So, es ist vielleicht das Ganze ein bisschen stabiler. Den Leiter nehmen wir auf jeden Fall mit. Den Speer machen wir wieder in die Werkzeugkammer. So. Und haben wir noch Potatoes, die noch nicht ausgereift sind. So, mal schauen, ob wir schlafen gehen können. Genau, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal gemacht habe, aber egal. Wir nehmen erstmal da unser Gekochtes weg. Ja, die Frontosen, die brauchen halt noch ein bisschen. Die brauchen länger. So, jetzt sind auch die durch. Ja, gut. Oh. Türe auf! Ja, wenn ich dann mehr Holz habe, mache ich hier noch einen Raum mehr, damit die ganzen Fische hier nicht von der Tür fallen. Ich habe geschlafen, was habe ich denn eigentlich für Hunger? So, bei den letzten schaue ich. So, jetzt. Oh! 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 Hopp. So. Für Essen habe ich jetzt wieder mal ein bisschen genug. Das reicht mal wieder für eine Zeit. Also der Anfang ist ja immer schwer bei einem Spiel, aber dann, wenn man quasi einen Grundstein aufgebaut hat, ist eigentlich ja einfach nicht. Oh. Der ist noch nicht gebraten.
Also dann ist das Spiel nicht mehr einfach, aber dann macht das Spiel im Prinzip Spaß, weil man dann wirklich das Spiel genießen kann. Und das Feuer ist aus, nicht so schlimm. Den einen Archer, der noch drauf ist, der noch nicht gekocht ist, den lassen wir. Drei. Das ist... Oh, war doch noch was drin. So. Ich frage mich, wann wieder mal ein Update von Stranded Deep kommt. Freue mich nämlich schon drauf, was es so Neues gibt. Und sie haben noch einiges zu machen. So. Ja, eigentlich wollte ich Haijagd machen, aber wenn kein Hai rum ist, naja, dann lassen wir das mal. So. Den Speer lassen wir da. Die Axt auch. Und das Feuer und... Was hast du denn? Mann, immer noch Hunger. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das habe ich gemeint. Mit der Tür. Die Tür ist ja genial eigentlich, aber... Ja, ich muss da noch einen Raum hinmachen. So, wo gehen wir denn hin? Was habe ich denn da letztes Mal für eine Insel angesteuert? 307. Was macht denn die Krabbe hier, Mann? Schreck, lass nach. So. So, also 307. Das ist ja gleich komplett andere Seite. Naja. Wir fahren mal darüber. Zu dem Wrack. So. Wechseln auf den Kompass. Die Richtung. 307. Das ist die Insel da drüben, ne? Also. Dann wisst ihr ja Bescheid. Auf geht's. Die Insel da drüben. Die war ja, glaube ich, noch recht schnell weit weg, glaube ich. Da ist ja die Boeing, ja. Die Boe, Mensch. Und ich sage immer noch, das müsste so in etwa die Mitte sein, der Map. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Jo, dann halt. So, 306, 7, ja, ja, das ist die Insel. Das ist jetzt eine ganz neue Insel, auch wenn ich das letzte Mal schon drauf war. Und hier haben wir wieder einen Teppich. Und noch einer. Ja. Genau, wenn das Boot auf der Kiste ist. Jetzt komm schon, ärgere mich. Los. Sag mal. Da ist auch noch irgendwas am Boden. Was war denn da drin? Ah ja, ein Klaus. Genau. So, was ist denn da drüben? Oh, das ist, glaube ich, nur ein Stein. Ah ja. Ja, das war nur ein Stein, genau. So. Das ist nur ein Wrack ohne irgendwas. Dann gehen wir mal auf die Insel. So. Sardinen. Wir bauen uns garantiert einen Grill.
Warum? Weil wir es einfach können. Ich wollte schon sagen, die Hardcase ist offen. Ja, mit dem Leiter. Wann war ich das letzte Mal auch hier? Und hab einen Leiter gesucht. Und einen Hammer. Ja, wunderbar, richtig. Braucht man sich schon nicht mehr zu craften. Soll ich mal ganz ehrlich sein, die Insel ist einfach genial. Richtig schön groß, richtig herrlich sieht sie aus. Die Insel gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Außer, dass sie keine Krabben hat. Habe ich da irgendwas übersehen? Ah doch, da haben sie ja. Da sind ja die Krabben! So, wir sammeln erstmal... Ah, jetzt regnet es auch noch. Und ich habe keinen Unterschlupf. Eieiei. Genau, wir können ja versuchen... Mann, ist das laut. Wir können ja versuchen, mit dem Hammer die Yucca-Palme So, ich brauche noch... Ja, nicht mal... Oh. Okay, Leute, ich brauche eine Axt. Nee, Stein. Genau. Stein und Felsen. Da wäre doch gleich mal einer. Okay. Das war jetzt cool, aber... Oh, da drüben ist er. So. Axt repariert. So, da, zwei. Oh. Wo ist denn unser Boot? Hallo. Boot. Ah, da. Da wo das Boot ist, ist keine schöne Stelle, aber Mann, das Unwetter hier. Ja, ein Campfire können wir schon mal machen. Das hier. Dann den Hammer brauche ich zurzeit nicht. Die Steine auch nicht. Den Cloth auch nicht. Den Leiter werfe ich auch mal dahin. Den Kompass auch. Den Einrock scharf da und den anderen behalte ich. Boah, Steine gibt es hier genug. Und Palmen und oh, eine herrliche Insel. So, aber jetzt zuerst mal einen Grill, damit ich da wirklich nein, ich hätte weitermachen. Versaust doch. Ja, ich... Timing ist bei mir nicht die große Stärke. Oh, ja, komm, hau nochmal drauf, Mensch. Das ist ja schlimm mit mir. Turbo Speedy jetzt, sorry. So, das reicht für eine Foundation. Ja, next. Jetzt. Ja, ich suche mein
Campfire. Falls es irgendjemand interessiert, jetzt haben wir ja da einen Hammer, jetzt hier eine Foundation und die setzen wir jetzt da drauf. So, Hammer, da, Rockshot. Ah, ein Sperr muss ich mir unbedingt noch machen. Ah, das Unwetter, hey, unschön. Unschön. Wo sind jetzt die Palmen, wo ich gefällt habe? Ah. Potatoes habe ich auch noch keine gefunden hier. Ah. Komm, sag mir jetzt, dass du Kokosnüsse her bist. Was? Eine Palme ohne Kokosnüsse, kann es doch nicht sein. Aber ich meinte, da ist doch eine runtergefallen. Da muss ich schauen, wenn wir wieder ein bisschen angenehmeres Wetter haben. Denn so geht es ja nicht. Seitens man braucht man das ja auch zum Kochen. Da kommt ein Partner und stirbt auch. So, müsste nicht alleine sterben. So, jetzt haben wir noch Uckerpalmen. Hier einen. Ja, wenn das Wetter besser ist, können wir uns auf die Suche nach Tita. Aha. Wir wollten einfach nicht runter. So. Und unser Trinken haben wir hier schon mal mehr oder weniger Weise gesichert. Können wir mal schauen, reicht ein? Ich glaube nicht. Ne? Nee. Ach, hier sind wir. Okay, zwei Kokosnüsse und die, wo wir drücken können, drücken wir da hin. Unsere zwei Krabben werfen wir mal auf den Grill. Unser Holz werfen wir mal dahin. So, Stein, werfen wir mal dahin. Und jetzt machen wir unseren Speer auf jeden Fall und zur Verteidigung noch eine Axt und wir machen uns jetzt wo habe ich den Lighting da? Ah, jetzt geht die Sonne wieder auf, sehr schön. Können wir ja gleich mal fischen gehen, damit wir hier auch ein bisschen Nahrung haben. Zum gleichen Moment gehen wir hier noch auf Wracksuche. Nee, der will nicht. Wo habe ich jetzt? Da. Hier hatte ich ja das letzte Mal Begegnung mit dem Hai. Riesen. Eine Flare Gun. Das konnte ich ja das letzte Mal nicht looten. Wegen dem Hai. Hai.
Oh, eine Wasserflasche, sehr gut. Habe ich eine Konsole da? Ach, da. Full Tank, okay. Und? Und? Pocket Knife, okay. Kann man sicher brauchen. Lass die Sachen auf, weil sonst meine ich, dass ich hier noch nicht war. Sehr gut, war ich auch noch nicht so nah an der Decke. So, wir... ich will jetzt da auf das Dach. So, hier haben wir den Hai und... Retour zu unserer Insel. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Ah, scheiß Boot. Komm! Hey! Kollege! Hallo? Ich komme nicht mehr weg. Ey, ich krieg Hilfe, ich krieg Platzangst. So, wo ist jetzt der Hai? So, das letzte Mal bin ich verhungert, weil ich nichts zu essen hatte. Fulltank, ja, kann man alles gut brauchen. So, heute habe ich, ah doch, ich habe. So, jetzt haben wir noch so eine Kokosnuss. So, Kraftaufwand, aber hat gebracht. Und das ist jetzt recht blöd eigentlich. Dass wir da jetzt schon wieder Nacht haben. Der Zyklus geht einfach zu schnell. Und ich habe hier keinen Bett, wo ich jetzt schlafen könnte, das morgen ist. Ich muss also die Nacht durchhauen. So, auch wenn es extrem dunkel ist und es mir nicht gefällt. Hier liegen noch zwei Slashings. Hier haben wir Potatoes, sehr gut. Hi, 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 kein Hi. Okay. So, die Krabben braten wir gleich, wie die Potatoes auch. Fischen hat leider nicht gereicht. Rücken hier hin. Palmblätter hier auf den Stapel. Wir brauchen, glaube ich, noch Slashings. Brauchen noch ein bisschen mehr Slashings. Durst und Hunger hat er, ja, ja. Das Übliche. Naja, Slashings wollte ich eigentlich. Boah, die Insel, die gefällt mir wirklich. Richtig schön groß. Nicht zu hügelig.
Wenn ich nicht beim anderen schon angefangen hätte zu bauen, würde ich glatt hier noch irgendwas aufbauen. Sag mal. Nach was suche ich? Ah, Lashings. Mensch. Oh, hier haben wir noch Stein und... Also Krabben gibt es hier eigentlich auch noch recht viel. Was? Die habe ich schon. Ah. Und du? Ah, hier haben wir noch Potatoes. So. Ja. Slashings finde ich irgendwie keine mehr. Die habe ich schon. Da war ich glaube auch schon. Ganz am Anfang. Yep. Ja, es ist dunkel, Leute. Ich sehe nicht mehr, wo ich war und wo noch nicht. Ja, ich brauche noch Biogas. Kann es wirklich sein, dass da nur zwei Yucca-Palmen sind? Auf so einer großen Insel? Bis jetzt habe ich immer drei gesehen. Da haben wir ja noch eine. Siehst du, du musst nur von drei reden, dann findest du auch drei. So, Zeit sagt. Noch 5 Minuten habe ich Zeit. So, jetzt reicht doch noch für ein Bett. Bett da. Ah. Aufs Feuer, oder? Oder nicht? Potatoes, Potatoes, Potatoes. Gucken, grab, grab. Nahrung mache ich hier hin. Beim Wasser, damit es schön abkühlen kann. Nein! Mann, geht doch jetzt auf den Grill. Heilige Maria Josef. Hier gibt es heute nur Krabben. Die ist schon gekocht. Die auch. So. Trinken haben wir zum Glück Kokosnüsse. Ein Eimer wäre cool, wenn wir den noch finden würden. Ich gehe noch ein paar Krabben jagen, damit ich auch wirklich genug Essen habe. So. Du bist schon so alt. So. Bis ich da fertig bin, ist wahrscheinlich auch schon irgendwie wieder Tag. So. Heute habe ich doch so viel Krabben gesehen. Jetzt finde ich gar keine mehr. Naja. Feuer ist auch aus. Ah, falsche Taste. Kein Problem. Wir machen einfach wieder Holz ins Feuer. Und jetzt nehmen wir den Leiter. Da. Und machen das Feuer einfach wieder an. So. Und ich gehe jetzt eine Runde schlafen. Ja. Was haben wir denn jetzt für Zeit? 23 Uhr, ja. Ding, ding, ding. Ding, ding. Ding. Ding, 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 ding. Ding. So, in der nächsten Folge, liebe Freunde, gehe ich hier mal ein bisschen tauchen und werde die Frogs absuchen. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.